Hallo Leute und willkommen zurück zu Fairy Legends of Avalon. Ja, wir haben zuletzt die Hornissenkönigin besiegt. Wir haben einen Drachen neu bekommen. Und jetzt muss ich tatsächlich mal irgendwie hier in unsere Geschichte gucken, weil ich keine Ahnung habe, was wir so machen sollen. Wir sollen mit dem Fabergé... Ach ja, genau, das hatten wir ja noch gar nicht mit ihm geregelt, dass er jetzt da seine Farbe wieder kriegt, seine blaue. Das machen wir doch glatt mal. Wenn ich halt wieder mal wüsste. Ich bin froh, wenn wir diesen Baum hinter uns haben, damit ich nicht hier immer wie irre rumfliege. Und mal keine Ahnung habe, wo hier was ist. Wo war der denn? Da ist der Vogel. Hier in dem Dickicht, da sieht man ja nie was. Dann auch mit unseren Flatter-Freunden hinter uns. Fabergé? Fliegt mal ein bisschen schneller. Fabergé! Okay. Orientierung und so. Geh nach oben. Oh, können die nicht irgendwie irgendwelche Lichtpunkte irgendwas machen, damit ich... Da. Nein, da wohnt sie. Ist auch nicht so toll. Mit ihrem Geschenk und bla. Zu ihr wollen wir auch nicht. Da ist der Schwarm. Der jetzt aber keine Königin mehr hat. Wo wohnt er denn nochmal, ey? Zwischen Blatt A, B und C oder was? Da auch nicht. Hä, so schwer war das doch nicht. Das war doch relativ frei. Wo er wohnt ist. Das kann doch schon wieder nicht sein. Ist das hier? Da wohnt sie. Das ist so doof. Ja, 3 Stunden später, Alex fliegt hier immer noch rum und sucht irgendwelche Leute. Vielleicht ist es einfach noch höher und es kommt mir nur so vor. Ah, hier. Ja, doch, ganz weit oben eigentlich. Okay, Sabbelmaha. Hallo, wie geht's dem Drachenbaby? Irgendwie mache ich seine Stimme auch immer anders. Sehr gut, danke der Nachfrage. Aber du bist ja nicht zum Quatschen hier. Was kann ich für dich tun? Blaue Farbe. Ich habe das Problem mit der blauen Farbe gelöst. Der Faun, der dich normalerweise damit beliefert, war besessen. Wir mussten ihn angreifen und wieder zur Vernunft bringen. Jetzt geht es ihm schon wieder viel besser. Danke, du hast mir wirklich sehr geholfen. Und dem lieben Faun sicher auch. Hier, nimm diese Krone. Zurzeit stehe ich eher auf Baskenmützen. Danke dir für dieses Geschenk. Lebe wohl. So, jetzt habe ich hier irgendwie eine coole Krone. Oder so. Echt jetzt? Feuer, Heilung, Wasser. Und wo ist die Krone? Ist es Resistenz dann? Wasser, Resistenz. Feuer. Hä, welches soll es denn sein? Set für körperliche Resistenz? Erhöht deine körperliche Resistenz? Weiß ich nicht. War es das? Ich weiß nicht mehr, was wir vorher hatten. Hier steht jedenfalls nichts mit Krone oder so. Ich glaube, das hatten wir zuletzt genommen. Genau, wir hatten nämlich 1 von 5. Dann nehme ich jetzt mal diese komplette Resistenz. Könnte ja die Krone sein. Bonus bei kompletten Set verdoppelt. Wir haben schon 3 von 5. Das nehmen wir mal. Das ist ziemlich gut, glaube ich. Da sind wir ein bisschen mehr geschützt, so falls uns jemand voll anbasht. So, ja, was haben wir noch so auf dem Kasten hier, was wir machen sollen? Geschichte. Erfahre einen weiteren Grund für die Krankheit von Yggdrasil. Ach ja, müssen wir wahrscheinlich ein bisschen quatschen. Oder so. Was haben wir noch? Notizen vielleicht? Nee, Geschichte war das schon. Hilf Gobedick. Tu Arachen einen Gefallen. Die Liebesfee, der lästige Vogel. So,
unsere ganzen Nebenquests. Finde den zweiten Cousin, das können wir auch nicht machen. Finde in der Stadt der Illusion ein Stück Stoff, da waren wir auch noch nicht. Bitte Gargamel um einen Kuchen. Das müssen wir machen. Gargamelle müssen wir finden. Frage Künstler Fabergé, wie du den Vogel verjagen kannst. Achso, das müssen wir auch noch machen. Wenn wir schon mal hier bei ihm sind. Hier, Vogel. Gut, gut, gut geht's mir. Aber du bist ja nicht zum Quatschen hier. Was kann ich für dich tun, Vogel? Wie wird man einen Vogel los, ohne ihn zu verletzen? Kitzel ihn unter den Flügeln. Ja. Bestimmt fliegt er dann weg. Danke, lebe wohl. Aha, okay. Machen wir das jetzt einfach mal mit allen Vögeln, die wir so sehen. Einfach mal so schön unterm Flügel kitzeln. Einfach mal random ein bisschen ärgern. Hier unten, wo ist denn eigentlich Gargamel und was ist mit dem Faun? Guck mal hier, ihn können wir doch mal kitzeln. Geh mal weg. Mit Pukul sprechen. Hey Alexis, was kann ich für dich tun? Hornissen weg. Es ist mir gelungen, die Hornissen, das in einer seiner letzten wegen Wohner zu entledigen, also dass die Hornissen wechseln. Gute Arbeit, zugegeben. Ich hätte nicht gedacht, dass das jemand hinkriegt. Hast ja wirklich was drauf. Hier, diese Stiefel gehören dir. Ich weiß, es ist nicht viel, aber an diesen Stiefeln stummern ungeahnte Kräfte. Sie werden dir auf deinem Weg, unsere Welt zu retten, sicher nützlich sein. Danke für die Belohnung. Ich kann die Stiefel bestimmt gut gebrauchen, vor allem angesichts der Tatsache, dass der Baum immer noch krank zu sein scheint. Da hast du wohl leider recht. Die Hornissen waren zwar wirklich eine ernsthafte... Bedrohung, aber offenbar macht noch etwas anderes Yggdrasil zu schaffen. Und was könnte das sein, das den Weltenbaum so sehr bedroht? Tut mir leid, da bin ich überfragt. Versuch's doch mal bei anderen Bewohnern hier in der Gegend. Vielleicht ist ihnen etwas aufgefallen, das mir entgangen ist. Okay. Dann, ciao. Können wir nicht mal... Hä? Ich will aus dem Gespräch raus. Ist ja lustig, irgendwie erinnerst du mich an einen Faun, den ich auf Avalon getroffen habe. Malsaias, wir haben wohl gemeinsame Vorfahren, aber besonders ähnlich sind wir uns nicht. Er liebt die Sonnenseite des Lebens inklusive der Damenwelt, während ich eher die stille und keltisch anmutende Verträumtheit von Yggdrasil bevorzuge. Die stille und keltisch anmutende Verträumtheit. Ja. Okay. Na dann. Ja, das hatten wir schon, dann ciao. So, jetzt haben wir hier was? Die Stiefel bekommen. Die möchte ich auch gerne mal sehen. Inventar. Ah, guck mal, hier haben wir auch Resistenz, aber das ist nicht so cool wie das extra Special-Resistenz-Ding, ne? Was? Ich sehe immer nicht, was neu ist. Aber egal. Feuer will ich eh nicht. Wenn, dann möchte ich Heilung. Hier, Erde könnte es vielleicht. Ja, da war 1 von 5. Ich nehme jetzt auf jeden Fall mal Resistenz. Weil haben wir auch schon, wie gesagt, 3 von 5. Das kann ja nicht schaden. Außerdem passt es zu ihrem Aussehen. Ja. So, die zwei Nasen sind da. Und was ist mit dem Vogel? Können wir den jetzt mal kitzeln hier? Vogel kitzeln! Neuer Abschnitt, begib dich zurück zu Galadrielle. Ach, jetzt ist der nach oben geflogen und jetzt sollen wir zu ihr. Ist das hier eigentlich Gargamelle? Dann können wir die umkuchen. Nee, das ist Galdas. Das heißt... Gargamelle ist die, die da in ihrem komischen Häuschen wohnt, ne? Aber wir brauchen ja noch den Kuchen. Wir gehen jetzt mal erstmal zu ihr hier, Galadrielle. Ha, hallo Alexis. Darf ich dir einige Fragen stellen? Natürlich, was willst du wissen? Kranker Baum. Was weißt du über die Krankheit, die Yggdrasil plagt? Nur sehr wenig. Ich lebe noch nicht so lange hier und glaube, dass der Baum schon krank war, bevor ich gekommen bin. Mir sind einige wirklich große Nisten hier in der Gegend aufgefallen, aber ich glaube, ja, hatten wir ja schon. Okay, dann ciao. Ich denke, wir sollen mit ihr reden. Ist das doof? Ja, okay, das hat nichts gebracht. Liebes, viellässige Vogel, begib dich zurück zu Galdas. Ach so, dann war das nicht Galadrielle, sondern Galdas. Ich bin mal wieder auf dem Schlauch. Aber da wir ja gerade erst... Nee, zu ihm hier wollen wir auch nicht. Einmal wieder rumflattern. Und dahin. So, Galdas. Was kann ich für dich tun, Vogel? Es ist mir gelungen, den Vogel zu verscheuchen. Er wird dir nicht mehr auf den Geist gehen. Vielen Dank. Jetzt kann ich endlich mein Mittagsschläfchen machen, ohne von seinem Gezwitscher gestört zu werden. Hier für dich als Zeichen meiner Dankbarkeit. Danke, auf bald. Ah, oh, wieder körperliche Resistenz bekommen, Volker. Wir haben das Set bald durch. Resistenz, Luft. Ja, dann nehmen wir doch mal das, ne?
Platz haben wir hier, nämlich eine coole Resistenzwaffe. 4 von 5, uns fehlt nur noch ein Teil, dann haben wir das Set komplett. Voll geil. Ja. Okay. Was jetzt? Nein. Bitte Gargamel um einen Kuchen. Okay, das mache ich jetzt gleich. Yggdrasil, vielleicht weiß ich es ja auch von dem zweiten Cousin von Gobedick, aber der wird nicht hier sein, glaube ich. Also müssen wir ein bisschen mit Leuten quatschen. Ich quatsche mal mit denen, vielleicht wissen die hier unten was. Aber wo ich nicht glaube, dass das die Leute sind, mit denen wir gekommen sind. Grüße dich, wie mein Herz schneller schlägt, weil ein Held sich mit mir zu beraten erwägt. Stets umgibt dich ein gütiger, gar magischer Schein und erlöst meine Seele von Ängsten und Pein. Ja. Reden. Nichts würde ich lieber tun, ich bin ganz Ohr. Wie kann ich dir dienen? Was schwebt dir vor? Nix, Brüder. Warum haben dich deine Brüder so verabscheut? Ja, weil du doof bist, so. Hier, Asi weiß es bestimmt auch nicht. Vielleicht der Ach, nein, die wissen es. Das sind unsere Leute, ich glaub nicht. Gargamelle. Gargamelle, hallo Alexis, magst du meine Suppe probieren? Du siehst ein bisschen abgemagert aus und ein paar Pfunde mehr auf den Rippen könnten nicht schaden. Ja, Kuchen. Galadriel will Pukul einen Kuchen schenken. Was würdest du da vorschlagen? Die Empfehlung des Tages sind Farnreibekuchen. Der Küchenchef liebt sie. Bring mir doch einen Farnzweig, dann zaubere ich dir die Reibekuchen ratzfatz auf den Tisch. Dann mache ich mich mal auf den Weg und hole, was du brauchst. Okay, ein Farnzweig. Ja. Das wächst doch eher unten. Na, guck mal, hier, das hier, das Zeug. Ja, Gott sei Dank ist es nicht so weit weg gewesen jetzt. Das kriege ich hin. Hier ist dein Farnzweig. Farn. Hier ist der Farnzweig, den du für die Reibekuchen brauchst. Vielen Dank. Rein damit in die Bratpfanne, bis das alles schön goldbraun gebraten ist. Perfekt. Wie gut das riecht, köstlich. Und jetzt der Teig schön durchgeknetet und schon haben wir heiße, knusprige Farnreibekuchen. Danke, ich muss sie gleich zu Pukul bringen, solange sie noch warm sind. Ja. Hey Alexis, Geschenk von einer Verehrerin. Pukul, jemand wollte, dass ich dir dieses Geschenk überreiche von einer heimlichen Verehrerin. Das gibt's doch nicht. Was für eine Überraschung. Lass mich nachdenken. Kannst du bitte das hier für mich dieser heimlichen Verehrerin geben? Klar. Natürlich werde ich mich so gleich darum kümmern. Ja, aber es ist Galadrielle. Alter, verarsch ihn doch nicht so. Das ist eine alte Oma. Und die macht ihn jetzt klar hier für den jungen Faun, der, weiß ich nicht, 15 ist. Keine Ahnung, wie alt er sein soll. Oh Mann, ey. Ja. Hey, Alex, du. Korpulent. Ja. Hä? Ich dachte... Bin ich nicht richtig bei ihr jetzt? Was steht denn jetzt hier? Die Liebesfee. Gib Pukul den Kuchen. Mache Galadrielle. Ach so, wir sollen ja... Ich wollte gerade sagen. Und er denkt ja aber nicht, dass es die ist, sondern Galadrielle. Ich komme mit Gargamelle und Galadrielle und wie sie alle heißen. Ein bisschen durcheinander. Aber natürlich ist das eine süße, hübsche Fee und das andere halt eher nicht so. Das kann man sich vielleicht noch merken. So, da ist sie ja. Auf der anderen Seite. Hallo, Galadrielle. Pukul. Ich habe Pukul dein Geschenk überreicht. Und? Er hat mich gebeten, dir zum Dank das hier zu geben. Oh, was für ein wundervoller Tag. Vielen, vielen Dank. Ich werde auf der Stelle zu ihm gehen. In Ordnung. Gut, ich werde auf dich warten. Ach so? Misch dich doch nicht so ein, ey. Lass die beiden doch mal jetzt sich näher kommen, ey. Vielen Dank. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Deswegen möchte ich dir zum Dank das hier geben. Bitte sehr. Ist es ein Kuchen? Boah, nein, kein Kuchen. Vielen lieben Dank. Das hier wird mir sicher noch sehr nützlich sein. Lebe wohl, Geist der Wälder. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Okay. Was denn so jetzt? Inventar. Resistenz hatten wir schon. Was haben wir jetzt bekommen? Ah, Eisen verbessert, oder? Nee, das hatten wir auch schon. Hä? Ja, auf jeden Fall nehme ich das, oder? 4 von 5. Stiefel. Armbänder? Haben wir da was resistenzmäßig? Nee. Schade. Schade.
Weil dann, ja, uns fehlt das Eisen, Resistenzarmband. Dann hätten wir es nämlich. Resistenz. Und bei dem weiß ich halt nicht, was da jetzt noch besser ist. Eisen verbessert, klar ist das besser als die normale Resistenz, aber wir wollen ja das Set voll kriegen. Von da ist es egal, was wir noch bekommen haben eigentlich. Ja, okay. Was liegt jetzt an mit Story? Rettet Yggdrasil, klar. Tue Rachen den Gefallen. Also müssen wir jetzt mal quatschen mit den Leuten. Irgendjemand muss uns mal helfen. Wer hat denn jetzt hier so Ahnung? Vielleicht dieser komische Gnom da unten. Irgendjemand muss uns doch mal sagen, was jetzt hier mit dem Baum los ist, damit wir weiterkommen. Ja, damit wir endlich mal hier abhauen können. Galdas? Weiß Galdas vielleicht irgendwas? Was kann ich für dich tun? Nee, die hat das mit den Hornissen und so. Hier, mit ihm reden wir nochmal. Was kann ich für dich tun? Fragen. Yggdrasil, was kannst du mir über den Weltenbaum erzählen? Friedliches Paradies, Ursprung der Magie, Spezies, Schimmer, irgendwann von jeder Raum bis krank und die meisten Wunder sind verschwunden. Okay, ja, das wissen wir auch. Kranker Baum. Die Hornissen wären endlich besiegt, aber leider ist Yggdrasil immer noch krank. Was weißt du da? Weißt du warum? Leider nein, du solltest die anderen Bewohner fragen. Okay, dann fragen wir noch andere. Der weiß es also auch nicht. Atcha. Da ist noch so ein Vogel. Können wir die jetzt alle mal kitzeln? Haha, voll die nervige Fee. Hier, er hier vielleicht. Wegen, guck mal, den Bienen. Mit Imker Elbrich sprechen. Hallo, was kann ich für dich tun? Kranker Baum. Ich habe die Hornissen verscheucht, aber den Baum gibt es immer noch nicht gut. Kannst du dir vorstellen, woran das liegen mag? Als ich vor ein paar Tagen mit einem meiner Bienen unterwegs war, habe ich bei den Wurzeln auf der anderen Seite des Baums seltsame weiße Kreaturen gesehen. Ich glaube, es waren Termiten. Und du glaubst, diese Termiten zehren am Baum? Das könnte sein. Solche Insekten können sich durch unglaubliche Mengen Holz nagen. Wenn sie sich an den Wurzeln des Baumes zu schaffen machen, ist der Baum dem Untergang geweiht. Sterben wird er. Wir müssen sie vertreiben. Oder ihre Königin töten. Oder irgendwas anderes unternehmen. Wir müssen sie aufhalten. Ah, cool. Der hat mir aber schon jetzt geholfen. Will er nicht noch irgendwas? So, ich habe das Gefühl, ich hätte noch nicht so oft mit dem geredet. Bienen? Was hat es mit deinen Bienen auf sich? Na, sie produzieren Honig, aber sie sind unabhängig davon ganz großartige Kreaturen. Ohne sie könnten sie zum Beispiel Blumen nicht... ohne sie könnten sich zum Beispiel Blumen nicht ausbreiten. Ich kümmere mich sehr sorgfältig um meine süßen Lieblinge. Okay, dann ciao. Finde ich ganz cool jetzt eigentlich mal so, weil wir jetzt die seltsamen weißen Kreaturen, die jetzt hier vielleicht die Pilze oder was? Wo sollen die denn sein? Seid ihr hier? Ah! Der ist, da ist ein neuer Eingang jetzt. Das ist ja mal cool. Dann machen wir das mal hier. Gehen wir doch einfach mal in den Baum rein, nach unten zu den Wurzeln. So, jetzt wird es natürlich spannend. Was haben wir hier? Termiten! Erster Angriff in diesem Part. Oh, wir haben jetzt drei Aktionen sogar mittlerweile. Das ist natürlich cool. Eine elektrische Ladung. Mache ich dreimal auf denselben. Und wir nehmen uns einfach weiter Feuerball Inferno. Wir nehmen uns einfach weiter immer nur einen erstmal vor. Kann das sein, dass es den heilt? Nee, das... Okay, der brennt nur. Alles klar, sehr gut. Ich dachte schon. Eisgeschoss. Dreimal, bitte. Alexis. Ja, der ist schon mal weg. Cool. Nova machen wir mal. Elektrische Ladung und einmal Nova, bitte, Asiel. Bam. 70. Mal eben abgezogen. Inferno. Feuerball. Ist das nicht cool, dass wir jetzt diesen kleinen Drachen haben? Ich finde das cool. Genau. Machen wir mal Tornado.
Weiß nicht, wie gut das hilft. 29, naja, geht so. Aber das reicht, um ihn zu töten. Wenn wir mit dreimal hintereinander jetzt können, dann ist schon cool. Erfahrung 200. Fertigkeitspunkte einbekommen. Sehr schön. Sehr schön. Ja, jetzt, wie war das letzte Mal? Wir konnten jetzt einen weiteren Fertigkeitspunkt reinhauen und das erhöhen. Machen wir die körperliche Resistenz groß, einfach weil wir, ne? Wir graden das mal ab hier. So. Und dann wollen wir das bestätigen, weil wir ja im Moment so auf Resistenz sind, so. Dann ist es noch stärker. Elixier von Oberon. Okay, das ist auch schön, aber wir wollen einfach mal weiterfliegen. Da sind die nächsten Termiten. Ich weiß gar nicht, sollen wir die jetzt uns alle nacheinander vornehmen oder sind wir jetzt im Kreis? Oh, das sind auch viele. Okay, anscheinend haben wir hier eine fette Made oder sowas vor uns. Die anderen Kleinen nehmen uns auch noch vor. Ich glaube, das hier ist das Übel des Baumes, die Krankheit, und die knüpfen wir uns im nächsten Part vor. Wird spannend, Leute. Bis dann.